Hi Leute, heute gibt es aus der Quarantäne eine Übung, die wir im Sitzen ausführen können. Und zwar sitze ich in einem Türrahmen, Beine, Oberkörper ungefähr alles im 90-Grad-Winkel. Und dann dürft ihr das 5-mal eine Minute zu Hause nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß, macht's gut, bis morgen, euer Dominik. Ciao, ciao. Ja, wir sind wieder hier, nächster Tag der Quarantäne und heute gibt es eine Rückenübung für euch zum Nachmachen. Was werde ich gleich machen? Ich werde meine Arme hinter dem Kopf verschränken, wie bei einem Sit-Up, nur liege ich auf dem Bauch. Meine Beine sind im 90-Grad-Winkel angewinkelt und dann schaue ich, dass ich Arme und Beine nach oben abhebe. Das halte ich 5 Sekunden. Gehe wieder ein bisschen runter, aber lege meine Arme und Beine nicht ganz ab. Gehe wieder nach oben. Wieder runter und so weiter. Das macht ihr 10-mal, immer 5 Sekunden halten und macht dann 3 bis 4 Sätze zu Hause. Und dann freue ich mich wieder auf eure Videos. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao. Hi Leute, heute gibt es etwas für die Arme und für die Brust. Und zwar machen wir eine kleine Liegestützkombination. Direkt vorneweg mal gesagt, wer die Liegestützen jetzt nicht so gut ausführen kann, der kann das gerne auch auf den Knien machen. Und was machen wir? Wir fangen ganz eng an. Dann gehen wir 4-mal nach außen, jeweils mit einer Liegestütze dazwischen und wieder 4-mal nach innen. Ja, so kommt ihr dann ungefähr auf 10 Liegestützen in Summe. Macht das Ganze 4-mal und jeweils immer eine Liegestütze. Körperspannung aufbauen. 1, 2, 3, 4. So, das Ganze 4-mal zu Hause und viel Spaß beim Nachmachen. Bis morgen. Ciao, ciao.